Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier BMW Z4 vorstellen. Findet ihr hier in der Kategorie hier, wie wir sehen, kostet 83.596 Euro in Anschaffung und 4.263 Leasing. 255 km/h soll es schnell sein. Wir haben hier 60 Liter Blue, 400 Liter unrealistischen Tank voll und eine Leistung von 421 PS, entsprechen hier 310 kW. Wir haben hier auch hier die Hauptfarbe wählbar, hier in Chrom, dann Metallic Silber oder Metallic Blau, wie wir sehen, oder in Rot. Ah, dann haben wir hier in so Grau, wie wir sehen, das Ganze. Ja, um uns natürlich kaufen, wie wir gerne möchten. Ich habe mir jetzt gekauft mit Rot. Ja, das sieht auch kammermäßig aus. Ja, in diesem Mod wurde hier Simple IC verbaut. Wir haben hier die Möglichkeit, hier die Türen aufzumachen. So. Leider Motorhaube geht hier leider nicht auf. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal hier hinten den Kofferraumlook zu. So. Odala. Haben wir hier. Na. Ach, wir steigen einfach mal ein, weil Probe fahren wollen wir ja so und so. So muss ich mal richtig treffen, das Ganze. Falsche Taste. Liegt nah beieinander. So, da sehen wir jetzt hier. Können wir sonst leider hier nichts machen, außer hier die Tür auf und zu. Wenn wir sie aufmachen, ja, ist ein bisschen schwierig, die wieder zuzumachen von innen drin. Wir starten mal hier die Hütte. Finde ich jetzt schon mal ganz cool, natürlich muss mit den Navi hier an der Seite. Das erinnert mich ein bisschen an ETS, ja, Lenkrad hier. Auch hier animiert. Sound her, klingt schon mal sehr interessant. Nicht hier der Standard Pickup Sound hier verbaut. Digital alles, also Drehzahlmesser, ja, leider hier nicht. Funktionalität, wie wir sehen, bleibt hier stehen. Aber digitalen Tacho haben wir. Spiegel hier mit Funktion, die äußeren und der innere auch, aber nicht verwendbar, der innere. So. Geile Hütte jedenfalls. Wo ist die oder der hier? Ja, wie wir sehen, hier unten her ist die Bodengruppe zu. Leider hier nichts so her modelliert worden an Fahrwerk. Ups. Ja. Ist er wohl oben kleben geblieben. Da war die Pippi Langstrumpf am Weg. Hier ein Superkleber. Rückwärts, wie wir sehen hier. Auf 45 km/h. Ja, aus Kassel, glaube ich, soll das sein. An der Drucke. Reifenspuren macht er. Verkauf. So, dann fahren wir mal die Bär. Geben wir mal Gummi. So, wir haben noch ein kurzes Stück von 100 km/h erreicht. Jetzt geben wir nochmal Gas. Oh, jetzt direkt gemacht. Die Mitte für das Ende. So, schauen wir mal, wie schnell wir werden. So, 150, sind wir schon mal schnell. So, 200, das war's, damit die 200, würde ich sagen. Da unten Licht, Bremslicht. Ja, wir machen nach vorne nach dem rechten Seite. Licht ist natürlich. Ja. Da fahren wir mal hier. Ja. Sieht jedenfalls echt hammermäßig aus, das Ganze hier. Wenn man sich das so anschaut. Cooles Modell. Ja, ich denke mal, wir werden in die Nachtschicht gehen und uns jetzt mal im Dunkeln mal anschauen, wie die Hütte natürlich in der Nacht aussieht. Also, einmal F. Zeichenbeleuchtung wird auch 2x F. 3x, 4x. Ach,
Oh, Blinker, wie wir mal sehen. Gehen wir mal die Innensicht rein. Blinker. War in der Mitte hier die Blinkkontrolllampe funktioniert. Was bei vielen Mods hier nicht funktioniert, ist nun mal Licht. Zweite Mal F, dritte Mal. Jetzt haben wir hier unser Fernlicht. Und dann natürlich das Ganze wieder aus. So. Wir gehen natürlich wieder hier unseren Tagesgeschehen wieder über. Kommen wir gleich hier in unsere Lok mal rein. Da sehen wir hier, er ist fehlerfrei. Finde ich super. Da hier leider hier nichts animiert, aber ich finde, der so her ist er ganz gut gemacht. Die Leute was gerne hier einen schicken Sportwagen natürlich fahren wollen. Ja, hat was an sich, muss ich wirklich sagen. Cool war es natürlich, wenn er noch hier mit dem Preis die Animation wäre, dass er das Verdeck auf und zu machen könnte. Das wäre schon hammermäßig ist natürlich. Aber ich finde so ja ganz gut gemacht, das wollte ich sagen. Ich will mal sagen, stellen wir jetzt hier hin für unser Fotoshooting. In jedem Fall cooler Mod, wirklich. Log auch sauber, wie ihr gesehen habt. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao.